Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraaf aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen Teil der sozialen Marktwirtschaft, die es schafft, die wirtschaftlichen Belange mit den Umweltbelangen und den sozialen Belangen in eine vernünftige Balance zu bringen und damit für die Menschen etwas zu schaffen. Und das zeigt sich hier in der konkreten Politik von Niedersachsen. Aber kann er dann mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu. Sie können nicht einfach mal ein bisschen darüber schwadronieren, dass Sie gerne mehr Windenergie hätten und mehr gerne dies und jenes und überhaupt nichts soll Lärm machen, nichts soll schmutzig sein und alles soll ganz modern sein und immer, wenn es konkret wird. Wenn das alles ist? Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt. Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also, So, die nächste Frage geht. Die Kanzlerin, die entschieden abwartet. Die Kanzlerin, die sofort und nachhaltig zaudert. Die Kanzlerin, die sich blitzschnell hin oder her. CDU, wir haben die Kraft. Vielleicht aber auch nicht. Je nachdem.